Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute zum Thema Bogenschießen ohne Armschutz ist gleich Lernen durch Schmerz sinnvoll? Fragezeichen. Und zwar deswegen, weil ich halt immer wieder Einsteiger sagen, hier, ja, ich schieße gleich ohne Armschutz. Längst merke ich, wenn man die Sehne am Unterarm schlägt und ich lerne dann gleich, wie ich richtig im Bogen halten muss, damit mir das eben nicht passiert. Ich war da sehr zurückhaltend mit dieser These, weil es ist sehr oft genau das Gegenteil der Fall. Nämlich die Leute, die Anfänger vor allem, schießen ohne Armschutz, schnalzen sie dann logischerweise zwei oder drei oder viermal gegen einen Unterarm und fangen dann mehr oder weniger unwillkürlich damit an, gewisse Vorsichtshaltungen, Schonhaltungen, weiß nicht, wie ich sagen soll, halt falsche Haltungen vom Bogenarm einzunehmen, um eben zu vermeiden, dass das wieder passiert, weil halt das weh tut, vor allem wenn es öfter wie einmal passiert. Ja, was man dann häufig sieht, ist, dass sie im Bogen da irgendwo beim Daumen so komisch aufliegen haben oder dass sie das Handgelenk so ganz stark eindrehen oder sie halten den Bogen da zwar mehr oder weniger normal in der Hand, winkeln aber dann den Ellbogen stark ab und drehen das irgendwie so komisch aus etc. Also lauter suboptimale Haltungen, die dadurch zustande kommen, dass unwillkürlich einfach eine Sicherheitshaltung, eine Schutzhaltung eingenommen wird, damit die Sehne ja nicht zum Unterarm kommt. Da wird auch oft dann der Tipp geben, das wäre auch immer wieder, ja, wenn da die Sehne am Unterarm schnalzt, tu einfach in den Ellbogen abwinkeln. Macht das bitte nicht. Es ist, wenn ihr einen Ellbogen abwinkelt, ihr kommt nie auf einen grünen Zweig. Erstens seid ihr nicht mehr stabil mit der Hand, sobald der Ellbogen abgewinkelt ist. Und ihr kommt halt nie auf eine gleiche Auszugslänge, weil es am Arme mehr und Arme weniger abwinkelt. Lasst es einfach bleiben. Bogenarm normal, locker ausstrecken. Ich kann ihn ganz leicht minimal abwinkeln, aber keinesfalls stark. Ja. Wenn sie euch mit dem Bogen, mit der Bogensehne auf dem Unterarm schnalzt, dann ist das in sehr vielen Fällen deshalb, weil der Ellbogen nach innen gedreht wird und der dreht sich nach innen, wenn ich die Bogenhand, also den Bogenarm, überstrecke. Das heißt, wenn ich den Bogenarm einfach normal ausgestreckt habe, habe ich da Platz zwischen Sehne und Unterarm. Wenn ich aber jetzt den Bogenarm überstrecke und so den Ellbogen nach innen drehe, dann habe ich da keinen Platz mehr. Dann fahre ich mir da mit der Sehne drüber. Das tut natürlich weh. Der zweite Grund, warum die Sehne noch gegen den Unterarm schnalzen kann, ist einfach der, wenn ich den Bogen nicht da aufliegen habe, sondern wenn ich den Bogen mehr Richtung Handfläche aufliegen habe, dann habe ich da auch keinen Platz mehr. Ihr könnt es probieren, optimal ist es, wenn ihr, müssen wir zurücklernen, einfach einmal im Bogenarm in die Höhe streckt, sodass der Bogen locker drin hängt, dass die Sehne da neben Arm ist, dann locker zumachen, nach vorne und dann habe ich da einen Platz und den Bogen mehr oder weniger richtig in der Hand, im Großen und Ganzen. Aber wenn ihr schaut auf eure Finger, die sollten da so ein bisschen ein Treppchen machen, die Fingerknöchelchen, keine Leiter, sondern ein bisschen ein Treppchen. Dann seid ihr mit der Sehne weg vom Unterarm und es kann eigentlich nichts mehr passieren. Gut, es wird ja sicher wieder der Einwand kommen, ja, aber du selber schießt in deine Videos ja auch ohne Armschutz, du bist ja ein total schlechtes Beispiel, wie kannst du eigentlich nur, bibaba, ist so, ich schieße auch ohne Armschutz, ich kann ohne Armschutz schießen, ich habe nichts dagegen, wenn jemand ohne Armschutz schießt, wenn er es prinzipiell schon kann. Aber eben zum Lernen ist Armschutz meiner Meinung nach Pflicht oder halt wichtig. Ist er so, in meine Kurse schießt keiner ohne Armschutz, da ist er einfach verpflichtend, gehört einfach. Wenn ein Schütze, der schon länger schießt, der das schon gelernt hat, ohne Armschutz schießt, ja klar, kein Problem, das ist dann das Risiko von jedem Schützen selbst, ob er sich da halt mit der Sehne aufschlägt, ob das gut oder schlecht ist. Mir passiert es auch ganz selten, aber nicht in so einem Maße, dass ich sage, das war irgendwie gefährlich für mich. Ja, so viel einfach dazu. Und ich traue Menschen normal schon nur Hausverstand zu, dass er selber entscheidet, ob er jetzt dann einen Armschutz tragt oder nicht. Und gerade der Anfänger sollte sich halt das überlegen. Nicht in Bezug auf, dass er halt wehtun kann, sondern dass er sehr schlechte Bogenhaltung einlernt, wenn er ohne Armschutz schießt.
Gut, das war schon wieder in aller Kürze zum Thema Bogenschießen lernen ohne Armschutz. In diesem Sinne, alle ins Gold, alle ins Blatt. Piert euch, macht es gut, bis bald.